Hi ihr Fischlinge, ihr habt eine Entscheidung getroffen. Mehr dazu nach dem Intro. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute werden wir etwas umsetzen, was ihr entschieden habt. Sollte euch dieses Projekt und dieses Video gefallen, dürft ihr es sehr gerne positiv bewerten. Schreibt mal gerne einen Kommentar oder abonniert auch den Kanal. Wäre super cool, wenn ihr das tut. Und zwar wird es heute darum gehen, wir haben vor geraumer Zeit, Video blende ich euch hier nochmal ein, uns unterhalten, dass ich ein paar Nano-Aquarien gekauft habe und ihr entscheiden durftet, was machen wir denn jetzt eigentlich damit. Und die meisten von euch wollten, dass wir jeweils ein gleiches Aquarium einrichten und schauen, das eine Becken düngen wir nicht und das andere Becken düngen wir und gucken wir, was im Verlauf der Wochen so passiert, ein bisschen was über Düngung erklären. Und ich dachte mir, hey, eigentlich eine coole Sache, lerne ich auch noch was dazu, setzen wir um, würde sagen, ich quatsche nicht weiter, los geht's mit dem Video. Beginnen wir also mit dem Einrichten der Aquarien. Entschieden habe ich mich, wie ihr ja schon vorher wusstet, für zwei identische Aquael-Schrimmsets mit 30 Litern Inhalt. Abmessungen sind übrigens 30 x 30 x 35 cm. In diesen Sets ist so eigentlich alles enthalten, was man für so ein kleines Aquarium braucht. Lediglich etwas schwarze Klebefolie habe ich noch auf die Rückseite geklebt. Wir starten, wie wir immer starten, und zwar mit dem Bodengrund. Diesen werde ich in diesem Fall wieder einmal aus Resten alter Projekte zusammenstellen und, um es so exakt wie möglich zu gestalten, mit einer Tasse genau abmessen. In die Becken kommen daher zuerst jeweils zwei Tassen Tropical River Sand, ein gelblicher, leicht oranger Natursand, und dieser wird, nachdem er gründlich durchgewaschen ist, mit etwas Wasser in die Becken verteilt. Links zu den Aquarien und allem, was benutzt wird, findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung schön sauber aufgelistet. Anschließend folgen im hinteren Bereich zwei Tassen 2 bis 4 mm Naturkies, der vor dem Einbringen ebenfalls gründlich durchgewaschen wird. Diesen Bodengrund habe ich übrigens schon öfters benutzt, benutze ich auch sehr gerne, und ihr habt den vielleicht schon mal in meinem Würfelaquarium, dem Malawi-Aquarium und im TV-Aquarium gesehen. Dort habe ich nämlich auch ein bisschen davon benutzt. Es folgen jeweils 1,5 Tassen dunkler, flacher Kies mit 13 bis 15 mm, der nach kurzem Waschen seitlich im hinteren Teil der Aquarien verteilt wird. Zum Schluss werden noch etwa 500 Gramm Black Pebble Stones, die ihr ja ebenfalls schon aus meinen Videos kennt, platziert. Holz und weitere Deko wird in diesen Aquarien jetzt nicht eingebracht, da wir uns hier rein auf die Pflanzen konzentrieren wollen, beziehungsweise sehen wollen, was passiert denn jetzt in dem linken Aquarium ohne Düngung und in dem rechten Aquarium, das nachträglich noch gedüngt wird. Bevor wir die Pflanzen aber jetzt einbringen, platzieren wir die Technik. Diese ist wie gesagt in diesen Sets enthalten und besteht aus einer Aqua-LED in Weiß oder in Schwarz. Die Farbe hat übrigens nichts mit der Leistung zu tun, ist also rein was Optisches, könnt ihr euch aussuchen, was euch besser gefällt. Einem kleinen Filter mit Schwammaufsatz, was für Garnelenaquarien wohl die beste Wahl überhaupt ist, denn neben dem Futter, was die Garnelen auf dem Schwamm absammeln können oder auch kleine Garnelen sich dort gut verstecken können, sind diese Filter durch den Schwamm absolut sicher, und so kann keine Garnele eingesaugt werden und ja, so auch nicht zu Schaden kommen, beziehungsweise meistens sterben die dann, wenn die da reinkommen. Der kleine Filter in dem Fall hat übrigens zusätzlich noch so einen kleinen Hebel am Auslauf, wo ihr leicht einstellen könnt, beziehungsweise den Filter auch ein bisschen drosseln könnt, wenn euch die Strömung sonst zu stark sein sollte. Und ein kleiner Heizstab, passend für das Aquarium, der ist in dem Fall nicht einstellbar, heizt das Aquarium aber so ungefähr auf 25 Grad. Hier könnt ihr dann jetzt nochmal den Technikaufbau sehen und den eingebrachten Bodengrund, um euch ein bisschen besseres Bild zu machen, wie das Ganze denn aussieht. Ihr habt es ja bisher nur so von vorne gesehen. Also so sieht das Ganze aus, klein, schmal, kompakt, aber alles dabei, was man so braucht. So, und nun folgt das wirklich Wichtige an dem Projekt, also ja klar, die Pflanzen. Hier habe ich versucht, möglichst breit zu fächern und unterschiedliche Pflanzen mit unterschiedlichen Ansprüchen an Nährstoffe und Licht auszuwählen. Ebenfalls unterscheiden sie sich in Wuchsgeschwindigkeit und dem Beckenbereich, wo man sie bevorzugt einbringen sollte. Entschieden habe ich mich für Alternantera reinecki, Uzephalandra Wavy Green, Hygrophilia pinnatifida, Limnobium leviagatum, Rotala indica bonsai, Lagenandra meboldi red, Pogestomon helferi und
Rotala speckhara. Die Pflanzenauswahl mit weiteren Informationen, den Namen, wo diese Pflanze herkommt, wie ihr diese pflegen solltet, habe ich euch natürlich auch in die Beschreibung gepackt. Schaut dort also mal vorbei, wenn ihr weitere Informationen haben möchtet. So, die Pflanzen werden dann nun in den zwei Aquarien möglichst gleichmäßig verteilt und finden dort ihren Platz. Begonnen wird mit der alternden Terra Reinecki, eine schöne rote Stängelpflanze. Diese wird in den Hintergrund in den etwas gröberen Bodengrund eingesetzt. Die Progestomon helferi wird in zwei Teilen um die Pebblestones verteilt. Seid mit dieser Pflanze übrigens beim Entfernen der Steinwolle und beim Einsetzen etwas behutsamer, da ihr die Pflanze sonst schnell ganz schön beschädigt und dann habt ihr meistens nicht allzu lange Spaß daran. Lagenantra Meboldi Red, die ihr aus der Umgestaltung des Juwel Rio 240 bereits kennen könntet, wird in den hinteren Bereich neben der alternden Terra Reinecki ihren Platz finden und in zwei Teilen pro Shrimp-Set eingesetzt. Die Rotala speckhara war eigentlich nicht eingeplant, war aber beim Pflanzenkauf eine kostenlose Sache, da die Pflanze in der Verkaufsanlage schon etwas in Mitleidenschaft gezogen war und die roten oberen Stängelspitzen dieser Pflanze, die sie gerade so attraktiv machen, die kann man durchaus noch verwenden und die werden einfach abgeschnitten und dann auch in den Becken im Bodengrund verteilt. Die Buzephalandra Wavy Green, eine meiner absoluten Lieblingspflanzen, ihr wisst ja, ich bin Fan von Aufsitzern und Pflanzen, die nicht wirklich viel Pflege und Aufmerksamkeit bedürfen, die wird einfach zerteilt und wird, wie es typisch ist für Aufsetzer, mit einem Tropfen Sekundenkleber auf einen der Black Pebblestones geklebt, beziehungsweise in beiden Becken. Die, wie ich finde, sehr schöne Hygrophilia pinnatifida, die im Gegensatz zu Anubias, Javafan und Buzephalandras gar nicht so im Fokus der Aufsitzerpflanzenfreunde liegt, also auch gar nicht so in meinem, die wird ebenfalls auf einige der Pebblestones aufgeklebt. Ihr werdet sehen, wenn sie wächst, ist eine sehr, sehr coole Pflanze und eigentlich so gesehen so ein bisschen Stängelpflanze und Aufsitzer in einem. Also, falls ihr die mal seht, ist vielleicht auch was für euch. Zum Schluss kommt die Rotala Indica Bonsai. Diese wird in mehrere kleine Stücke zerteilt und im vorderen Bereich der Aquarien ebenfalls in den Bodengrund gesetzt. Nun wird noch Wasser aufgefüllt und dann können wir die Limnobium leviagatum einbringen, die als Schwimmpflanze dort auf der Wasseroberfläche dann ja ihr Unwesen treiben wird. Nein, die wird dann einfach schwimmen, wird ein bisschen wachsen und auch hier werden wir hoffentlich einen Unterschied sehen zu gedüngt und nicht gedüngt. Und das ist unser Endergebnis. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Hier sehen wir dann nochmal unsere beiden identischen Nanos. Ich denke, ist ganz gut geworden, für das auf die Schnelle ist und es jetzt nicht mega optisch gut sein soll. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir im nächsten Teil dann mit der Düngung beginnen, beziehungsweise im rechten Aquarium mit der Düngung beginnen. Und ja, mal schauen, wie sich das dann über die Wochen entwickelt und was man für Unterschiede sehen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und verratet mir doch mal, düngt ihr denn eure Aquarien? Und was nutzt ihr für Pflanzen in euren Aquarien? Und das ist das, was mich am allermeisten interessiert. Was sind denn oder ist denn eure liebste Aquarienpflanze überhaupt? Also ab damit in die Kommentare. So Freunde, das war's dann jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was mit dem Becken passiert, wenn wir uns jetzt demnächst mit der Düngung anfangen zu beschäftigen. Und bin wirklich gespannt, wie krass der Unterschied ausfallen wird oder ob da überhaupt ein Unterschied ist oder ob ich es gegen die Wand fahre, weil ich unfähig bin. Wir werden es sehen. Ansonsten, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gerne positiv bewerten, schreibt mir einen Kommentar, abonniert auch gerne den Kanal, teilt dieses Video, wenn ihr Bock habt. Schaut mal in die Videobeschreibung, dort sind jede Menge Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt oder auch Links zu dem, was ihr heute im Video gesehen habt. Unter anderem auch die Links, mit denen ihr mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet. Da könnt ihr mir folgen, mir ein Like da lassen, mir eine Freundesanfrage schicken oder was auch immer. Und mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin Rossi. Tschüss.